bounds. Damit herzlich willkommen zum zweiten Teil des Photoshop Tutorial Reihe und so weiter. Und heute wollten wir uns mal darum kümmern, wie man so einen Skin hier da reinbekommt. Ich werde zwei Varianten zeigen. Einmal einen einfachen, den jeder hinkriegen sollte, was völlig kostenlos ist, und einmal einen zweiten Teil, wo es halt schon was kostet und alles. Ja, wir fangen erstmal mit dem ersten an. Also ich meine, das Kostenlose sieht nicht so geil aus. Auf jeden Fall suchen wir einfach mal bei Google, also Link auch unten in der Beschreibung, Minecraft, ich kann nicht schreiben, Minecraft Skin Viewer, und laden uns dann hier diesen Skin Viewer runter. Hier sieht man schon so ein Bild davon. Gehen da etwas weiter runter und hier unten haben wir dann den Download for PC. Da geht ihr einfach auf diesen Download-Link, ladet es euch runter, werdet auf AdFly weitergeleitet. Ihr könnt dann das eigentlich einfach ausführen. Jetzt wird es halt einfach ausgeführt. Jetzt habt ihr diese Skin halt, dann könnt ihr euren Skin, euren Minecraft-Namen eingeben. Ich gebe einfach meinen ein, M-Zocker, und drückt auf Enter. Und jetzt haben wir diesen Skin. Jetzt könnt ihr zum Beispiel die Arme noch was verändern. Die beiden Arme halt, die Beine, so wie ihr es haben wollt und bla bla bla. Dann geht ihr einfach auf Bild speichern als und dann zum Beispiel tutorial.png. Achtet darauf, wo ihr es hinspeichert. Ich speichere es jetzt einfach mal zu Testzwecken auf den Desktop und dann einfach auf Speichern drücken. Jetzt habt ihr hier ein Bild namens Tutorial und das zieht ihr dann einfach in die Datei rein. Und drückt erstmal auf Enter. Und jetzt könnt ihr es nochmal mit Steuerung T so groß ziehen, wie ihr es haben wollt. Ich ziehe es jetzt einfach mal hier hin und den Text einfach ein bisschen weiter runter, damit man das auch noch. Und dann einfach erstmal nehmt ihr dieses Werkzeug hier, dieses Rechteck-Auswahlwerkzeug, und zieht es bis zu dem Text hier runter. Ich meine, da drauf drückt ihr dann und so. Jetzt seht ihr, es ist abgeschnitten. Und jetzt nehmt ihr den Pinsel, wählt eine weiße Farbe aus, komplett weiß, und dann macht ihr so, dass es halt hier in den Text noch reingeht. So einfach überall hinmalen, wo noch ein bisschen vom Skin zu sehen sein soll. Dann haben wir das jetzt so fertig. Sieht halt ein bisschen geiler aus, als wenn es komplett abgeschnitten ist. Ich lösche jetzt aber einfach die Ebene wieder, weil wir jetzt halt die komplexere Methode nehmen. Und zwar funktioniert die mit Cinema 4D, und zwar öffnet ihr das einfach mal. Währenddessen könnt ihr euch einfach mal gucken, Minecraft Cinema 4D, und dann hier drauf. Der Link steht unten in der Beschreibung, und dann scrollt ihr einfach, scrollt nicht runter, sondern geht hier, ihr schaut hier oben halt, ne, und dann geht ihr einfach auf Free Steve Rig und ladet euch das hier runter, hier weiter unten, hier einfach da drauf klicken auf diesen Link, dann ladet ihr euch das runter. Download, das ist eine 5,27 Megabyte große Datei, also nicht sehr groß, geht schnell, und das habt ihr dann hier. Und ja, jetzt drückt die Windows-Taste und E und geht in den Ordner, wo Cinema 4D installiert ist. Und da geht ihr dann einfach in Library hier. Dann öffnet ihr diese Datei und zieht einfach die Datei aus dem Ordner, aus dem Pack hier rein. Ich mache es jetzt nicht, weil ich sie schon da drin habe und Cinema 4D schon offen ist. Und dann startet ihr halt Cinema 4D. Ich habe es jetzt offen. Und jetzt geht ihr auf Fenster, Content Browser, und dann lädt es kurz, weil es halt den ganzen Content lädt. Und dann ist es hier offen. Dann geht ihr auf Minecraft Steve Rig. Und jetzt könnt ihr Steve Main oder Steve Facial Expression auswählen. Steve Main, seht ihr jetzt, ist halt alles halt mit Mund und alles. Und hier Steve Dings, da hat halt, ist halt normaler Minecraft-Skin, ne? Ich lösche jetzt einfach beide und
Moment, ey. Momento, Memento. Jetzt gehen wir wieder in den Fensterkontenbrowser. Geht auch mit Steuerung F8. Dann zieht er es einfach da rein. Und jetzt, ja, gehen wir halt mal in diese Ansicht. Und ladet dann euren Skin da rein. Das macht ihr, indem ihr einfach hier auf Custom Skin, also Benutzerdaten, Custom Skin und dann euren Skin nimmt. Ich nehme jetzt einfach meinen Skin und drückt einfach auf Ja. Und ihr seht, es sieht einfach noch ein bisschen behindert aus. Das liegt daran, dass halt der Second Layer noch nicht an ist. Das macht ihr einfach, indem ihr Second Layer das Häkchen reinmacht und jetzt sieht es schon normal aus. Und ja, jetzt könnt ihr halt hier oben auf dieses Symbol doppelklicken. Dann habt ihr hier so ein Fenster. Hier könnt ihr halt die ganzen Sachen einstellen. Zum Beispiel die Hand. Machen wir mal so. So. Und dann vielleicht auch das da. So. Ich mache das jetzt einfach mal ganz schnell so. Normalerweise gebe ich mir auch ein bisschen mehr Mühe. Den Kopf noch ein bisschen hoch. Und dann habt ihr eigentlich den Skin fertig. Ihr könnt jetzt noch Items reinmachen. Das könnt ihr auch auf dieser einen Seite hier runterladen. Habe ich jetzt aber schon geschlossen. Das wird dann vielleicht im nächsten Tutorial kommen. Obwohl, das ist ja eigentlich ein Photoshop-Tutorial und kein Cinema 4D-Tutorial. Dann geht ihr einfach auf Ausgabe. Und dann auf 1920 mal 1080. Und bei Speichern geht ihr dann auf PNG und macht den Alpha-Kanal und den, ja, den Alpha-Kanal an. Jetzt könnt ihr kurz gucken. Ja, wenn ihr zufrieden seid, dann nehmt ihr das jetzt einfach mal so. Vielleicht noch ein bisschen die Kamera drehen. Keine Ahnung. Könnt ihr euch entscheiden. Dann macht ihr einfach kurz Test, okay, findet ihr gut. Dann geht ihr hier drauf und Datei speichern als K und wählt aus, wo ihr das haben möchtet. Ich nehme jetzt einfach mal Tutorial 2 und drückt Enter. Dann ist es schon gespeichert und wir sehen, Tutorial 2 ist da. Hier haben wir jetzt unseren Skin, den können wir auch einfach in Photoshop reinziehen. Skalieren den noch ein bisschen runter vielleicht und alles. Ziehen den dann hier roh hin. Noch ein bisschen kleiner vielleicht. Mach, okay, er sieht eigentlich scheiße aus, aber egal. So, dann haben wir den hier so. Und dann nehmen wir dieses Auswahlwerkzeug wieder. Und wieder machen wir hier ein Rechteck. Also eigentlich das gleiche, wie wir eben schon gemacht haben. Und machen wieder die Maske an. Jetzt nehmen wir den Pinsel und machen wieder das gleiche wie eben. Damit es einfach cool aussieht. Hier noch ein bisschen und dann ist eigentlich schon Finish. Jetzt haben wir das wieder fertig und können einfach speichern, so wie wir es haben wollen und so weiter und so fort. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch eine positive Bewertung da. Schreibt mir gerne einen Kommentar, was ich noch so alles machen soll, damit ihr das kennenlernt und alles, ne? Teilt dieses Video auch gerne auf Twitter, Facebook und Co. Ciao Leute, bis